Kitties! Ja, ab heute heißt sie nicht mehr Cold Food Sire, sondern Kitties. Hier ist sie nämlich wieder, eure Josie. Ja, und ich habe ein paar Sachen geändert. Wie, was, warum könntet ihr, werdet ihr im Kanal-Trailer dann sehen. Der kommt die Tage auch hoch. Und heute sind wir aber hier bei den Twitch Clips Germany, Folge 206. Und das Ganze heißt Dating-Phase. Hey, wir kriegen ja ein Dating-Portal. Haha, ich bin gespannt, was wir da als Auswahl haben. Ich habe ja meinen perfekten Partner schon an der Seite und deswegen suche ich dich. Aber man kann ja mal gucken, was so auf dem Markt ist. Wer weiß es nicht, wer weiß es nicht. Wer munkelt nur, sagt man ja so schön im Hessischen. Ja, so, und jetzt wechseln wir in den Live-Bereich und dann gucken wir mal. Der Anfang sieht schon sehr interessant aus. Und wir gucken, genau. So. Was sehen wir denn da? Ein Papagei. Das ist Simsalabims, sie mit ihren Kochstreams und den Papageien. Und wir gucken mal, was es mit dieser Einleitung heute auf sich hat. Oh. Oh. Moment, natürlich nicht so. Natürlich so. Ton sollt ihr natürlich auch haben. Willkommen bei Twitch Clips Germany! Mein Name ist Hähnchen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Folge! Moment mal, war das nicht ein Papagei? Und wieso heißt der Hähnchen? Ein Papagei namens Hähnchen. Der Hund heißt dann Katze und die Fische Seeadler oder wie? Hey, das ist doch mal eine Namensgebung. Ein Papagei namens Hähnchen. Das wäre auch ein schöner Titel für eine interessante Folge. Im Übrigen danke für das Herzchen von dir, Kistenkater. Begrüßen tue ich natürlich auch die Xaotina und die Lady Asmodana. Die schauen mich auch beide zu. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter. Ein Fisch? I am Fish. Interessanter Titel für ein Spiel. Das ist... Was ist das? Ah, interessant. Der Fisch war in einer Glaskugel und konnte sich der Glaskugel bewegen. Und die Möwe war blind. Deswegen. Also rücksichtslose Möwen. Als kleiner Fisch, Vorsicht vor rücksichtslosen Möwen im Flugverkehr. Aber es ist ein interessantes Spiel. Finde ich so. Also muss ich jetzt mal sagen. Könnte ich mir vorstellen, mal auszuprobieren. Gucken wir mal. Hinten hatten wir, glaube ich, auch dieses eine Gronk, du Analgefickerhund. Guck mal hier. Der, wie heißt der? Pasali? Pasali 55. Gronk, du Analgefickerhund. Weißt du was? Den bann ich jetzt. Weißt du, so, jetzt reicht's mir aber 8 Jahre später. Jetzt ist aber langsam genug Zeit vergangen. Ja, also ich muss sagen, sowas hatte ich ja auch schon, dass es Leute gab, die in meinen Stream gehüpft sind und mich dann beleidigt haben. Oder versucht haben zu provozieren. Und so, das ist, ich finde sowas immer ganz komisch. Warum macht man sowas? Es gibt eine so breit gefächerte Palette an Content-Creatern, an Videos, an Filmen, an Serien, an Podcasts und was es alles gibt. Und warum sucht man sich ausgerechnet die aus, bei die einem nicht gefallen, nur um reinzugehen, um dann die Leute zu beleidigen, die ihre Zeit opfern, um euch den Spaß zu bereiten, den ihr euch wünscht und den ihr sucht, denke ich mal. Also sowas finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und bei mir hat es auch dazu geführt, dass ich eine ganze Menge Leute schon gebannt habe. Und ja, ist halt so. Kostet zwar Leute, Follower und so, aber ja, so ist es eben nun mal. Muss man mitleben, kann man nicht ändern. Ah! Also die Dame hat sich wirklich sehr gut erschreckt. Muss ich mal sagen, also... Also ein Horror-Game spielt, bei dem man weiß, man erschreckt sich. Dann erschrecken, dann noch mehr erschrecken und die Maus wegwerfen. Und wie sich das angehört hat, hat die Maus das nicht überlebt. Arme Maus. Vielleicht war das am Anfang bei mir, heute vom Stream, ein Hinweis, dass meine Tastatur nicht mehr will. Wehe, du warst teuer genug und du sollst auch ein bisschen halten. Weiter geht's. Easy. Ich kann. Hier ging es irgendwie. Mein Auto ist weg! Mein.
Sind wir in Polen? Also so schnell klauen auch selbst in Polen die Leute nicht die Autos. Aussteigen, Tür zu, Auto weg. Interessant. Ich habe eine Bekannte in Polen, die muss ich mal fragen, ob die da wirklich so schnell die Autos klauen. Ja, mal ein kleiner Witz am Rande, woher wissen wir, dass noch kein Pole im Himmel gelandet ist? Ganz einfach, der große Wagen ist doch da. Entschuldigung, alle Polen. Süß! Hallo! Ich hab hier was. Komm mal her. Komm. Du willst mich doch auch kennenlernen. Nein? Oh, okay. Nee, die Ente hat sich nur gedacht, oder der Erpel hat sich nur gedacht, da ist was Komisches am Rand, das mit etwas komischem Rumpfuchtler, muss ich mal nachgucken gehen, ob das was Gefährliches ist. Aber kennenlernen, nee, garantiert nicht. Also, das ist schon mal, also wir müssen, können wir sagen, der Erpel ist auf jeden Fall schon mal vom Datingmarkt runter, oder er sucht. Er könnte natürlich suchen, deswegen hat er geguckt. Ja, wäre eine Idee. Also, wer einen Erpel sucht, da hätten wir einen. Danke. Das wird ziemlich laut. Laut? Echt? Ja, laut mit Ansage. Außerdem, du spielst einen Shooter im Krieg. Und da ist es doch normal, dass es laut wird. Spätestens, wenn die Granaten explodieren. Da muss man sich nicht erschrecken oder nicht wundern. Das ist einfach so. Ja. Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst. Ich war noch nie gelassen in meinem ganzen fucking Life. Also, lieber Kistenkarte, du möchtest heute Abend Ente süß-sauer mit gebratenen Nudeln. Müssen wir mal gucken. Reden wir nachher mal drüber. Okay, das zum einen. Zum anderen, also da würde ich keine Wildente nehmen. Wer weiß, was die alles gefressen hat. Und sie war wirklich sehr ruhig und sehr gechillt. Verdammter Scheißstream! Nein, ey, wisst ihr was? Lieber Kistenkarte, tu mir doch mal bitte einen Gefallen. Tu mir doch mal bitte einen Gefallen. Jetzt muss ich natürlich, obwohl, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Moment, ich muss gerade mal ganz kurz was machen. Das muss ich mal klein machen. Wo zum Henker habe ich das jetzt? Ja, das ist immer so eine Sache. Man will wohin und findet es dann nicht. Ja, wo haben wir das? Ah, da. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Nein, das Drama-Lama will ich nicht. Ich wollte... Das müsste eigentlich das hier sein. Gucken wir mal. Ah! Genau, das war's. Ja. Seht ihr, man muss nur die richtigen Leute anschreiben, dann funktioniert das Ganze auch. Ich habe die erst wo da angeschrieben, habe gemeint, bitte tu doch mal das ausprobieren. Wie heißt das? Das ist ganz einfach. Das ist das neue Produkt von Ode 3D. Es heißt Virtual Sounds Alerts, findest du unten in der Info, wenn du da draufklickst, und dann heißt dieser Punkt Jumpscare Marmot Scream. Das ist der dritte in der ersten Reihe, ganz rechts. So, weiter geht's. Oh, da rote kurze Haare. Nicht alles, was. Das kenn ich. Yes, I'm very strong. Das kenne ich. Das ist ganz übel. Da muss ich. Kistenkrater. Ich weiß, dass du das warst. Seht ihr, da steht's. Kistenkrater. Ja, nein, alles gut. Dafür habe ich das hier eingebaut. Ja, genau. Ja, habe ich jetzt was gezeigt. Jetzt geht's los. Jetzt könnt ihr euch auch was eingestellt. Jetzt kann ich euch sagen.
Was wollte ich denn jetzt? Jetzt weiß ich mehr. Jetzt hast du mich rausgebracht. Also doch, ja. Ich wollte erzählen, was denn... Solche Penner sind ganz miese und gemein. Vor einigen Jahren hatte ich das mal. Ich war mit meiner Tochter und ihrem Freund unterwegs. Und wir waren vom Bowling spielen auf dem Heimweg. Und der Freund meiner Tochter hatte mich geärgert. Und daraufhin habe ich ihm gedroht, dass wenn wir nach Hause laufen, er von mir noch eine kriegt. So, daraufhin rannte er weg, ich rannte hinterher und in der Dunkelheit sah ich diesen scheiß Pöller nicht. Ich kann euch sagen, ich hatte 5 Tage lang einen riesen blauen Fleck an einer Stelle, wo man ihn nicht haben möchte. Und seitdem habe ich eine wahnsinnige Ehrfurcht vor Pöllern. Also, Vorsicht vor Pöllern, die Zöllen können ganz schön bösartig zurückschlagen. Weiter geht's. Hier so ist die Polizeiwache, glaube ich. Die kleine am Bahnhof. Hier. Hier ist auch schlimm. Hier sitzen auch ganz viele Alkoholiker und Junkies. Also ab und zu mal nicht so viel, aber hier so ist Junkie-Bereich, hier ist Junkie-Bereich. Hier ist viel Junkie-Bereich. Hier hinten geht's zum. Also hier hinten. Hier lang. Hier unten. Geht zum Busbahnhof. Beim Busbahnhof sitzen auch viele. Ja, okay. Das war jetzt mal eine interessante Beschreibung. Ich war ja letztes Jahr in Berlin. Für eine Woche. Und da waren wir auch im Hauptbahnhof. Und gut, vielleicht sind wir auf der falschen Seite rausgegangen. Wir haben da eigentlich nicht so viel gesehen. Also wir sind raus, da standen dann gleich die Taxis. Und dann konnten wir mit dem Taxi Richtung Hotel fahren. War interessant. War ein schöner Aufenthalt da, ja. Genau. Ja, Kisten kann, er sagt's gerade. Das stimmt mit den Pöllern. Immer wenn wir an einem vorbeikommen, habe ich einen großen Bogen drum. Naja. Kisten kann, er hat er immer seinen Spaß dran. Oh, schön. Oh, ich liebe diesen kleinen Speckfluff, den die hier immer haben. Ja, ja. Oh. Oh. Oh no. Ich geniere mich. Nein, das ist kein Speckfluff, den sie da hat, sondern das ist Fell. Das ist übermäßiges Fell. Das passt sie noch nicht rein. Also muss man noch ein bisschen was nachfüttern, damit es reinpasst. Deswegen. Ah! Oh. Gottes Willen, Eltern nicht! Schwester, die Gefeilte! Der Frauenarzt zur Nonne, herzlichen Glückwunsch, sie sind schwanger. Darauf die Nonne, unglaublich, was die Leute so alles auf die Kerze schmieren. Der Witz ist alt, aber gut. Ja. Hast den Witz nicht verstanden? Also ich erzähle ihn dir nochmal. Nonne geht zum Frauenarzt. Der Frauenarzt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Meint die Nonne, es ist ungewöhnlich, was Menschen auf die Kerzen schmieren. Jetzt kannst du dir überlegen, was die Nonne gemacht hat. Wenn nicht, erkläre ich es dir später. Okay, weiter geht's. Wo wir gerade, also die haben auch keine bessere Wegfindung als bei Command & Conquer. Wow, das Ding brennt schon. Also das habe ich nicht in Erinnerung, dass das Spiel solche Sachen macht. Wow. Was für ein Spiel zum Geier war das? Das ist ja okay. Keins der Autos von den NPCs kann fahren. Komisch. Weiter. Aber wenn das was wird, dann könnte es was werden. Gerade als er diesen Satz sagte, wusste ich, dass das der Satz der Woche wird. Wenn man das... Wenn das was wird, dann könnte es was werden. Ja, dann wisst ihr, was die Woche jetzt angesagt ist. Und die Woche wird was. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wisst ihr nämlich warum? Die nächste Woche hat nur 3 Arbeitstage, wenn man schlau war. Bei uns in der Schule waren sie schlau. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch und von Donnerstag bis Sonntag frei. Das ist echt genial. Deswegen werde ich unter Umständen ab Donnerstag einen Stream machen. Aber wenn ihr das seht, ist das natürlich... Obwohl, doch. Er kommt ja Montag hoch. Genau. Was? Mir fehlt ein OMG hier. Ah, okay, ja gut. Ist in Ordnung, mache ich die Tage rein. Ding, 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 ding.
Let's go! Hey, nice. Cool! Cool! Und jetzt, kleiner Fun Fact: Die Mütze, die ihr aufhatte, habe ich am Freitag bei einem, bei uns in der Schule, in dem Gebäude, wo wir drin sind, ist nicht nur unsere Schule, sondern da ist auch noch was von der Deutschen Bahn. Mein Lieblingsarbeitgeber. Schule für sozialpädagogische Berufe und so. Und da hatte einer diese Mütze auf, aber nichts andersrum. Also, der hat nach hinten geguckt. Aber interessante Mütze, muss ich sagen. Ja, sieht gut aus. Und das Spiel war auch sehr, also der Run war auch sehr gut. Hat er gut geübt, ich wüsste gern wie lange. Der ist irgendwo runtergefallen, glaube ich. Oha, 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 oha. Ah, wir haben wieder ein Leben bekommen. Ich habe dich zurückgeholt. Mapp, jetzt kannst du wieder reinkommen, aber nicht gleich runter. Ha, ha, ha. Also. Zurückgeholt und gleich wieder gestorben. Spitze. Aber auch ein interessantes Spiel. Hat sie die Geld aufgesammelt? Okay. Vielleicht muss sie ihr Futter selber machen. Ah, Werbung. Ah, da. Okay, weiter geht's. Sehr interessantes Spiel. Nicht alle Gamer-Weibchen. Meine spielt nur Fortnite. Naja, vielleicht kommt sie ja irgendwann dann mal in die Pubertät. Und dann hört das auf. Entschuldigung. Hey, das ist ein Scherz. Entschuldigung. Ey, das finde ich nicht lustig. Ich spiele zum Beispiel Animal Crossing. Und da hat letztens auch in der Schule einer gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass das ja ein Kinderspiel ist. Das stimmt doch gar nicht. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Dass die Wirtschaft funktioniert. Deswegen spiele ich auch My Little Farmies. Da funktioniert bei mir die Wirtschaft auch. Wenn ich bei teilweise andere sehe, die kriegen es nicht mal hin, bei Street Fighter einen Kampf zu gewinnen. Ja, und das ist ein uraltes Spiel. Aber gut, jeder wie er meint. Ja, ich weiß, der neue Transformers-Film sieht interessant aus. Wir sind dabei. Max gegen mich. Ich bin ganz okay in dem Game. Bin ganz okay in dem Game. So. Nein, du bist dumm. Ey! Ah! Genau. Stream aufhören, nach Hause gehen. Oh Mann, das ist der älteste Trick der Welt. Bei 4 gewinnt. Und da fällt man darauf rein, wenn man es angeblich kann. Dabei hätte man den so einfach. Vor allen Dingen, du hättest den nutzen müssen. Naja. Chat, da müssen wir uns heute anstrengen, weil wenn ich in dem Licht so gut ausschaue, vielleicht kriegen wir ein paar neue Follower rein heute. Weißt schon, scheißegal, was die Alte sagt. Hauptsache, sie sieht gut aus im Bett. Also das war die nächste Möglichkeit, ein Dating zu bekommen. Wer Interesse hat, bitte an Twitch Clips Germany wenden. Oder an Gaming Dirndl. Oder Gamers Dirndl oder so ähnlich, ja. Ich sitze nicht im Bett. Follower werden aber trotzdem nicht schlecht. Aber auf solch billige Tricks greife ich nicht zurück. Ich mache demnächst mal oben ohne Stream. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Spaß. Das war Spaß. Ja, so habe ich auch letzte Woche vor dem Stream gesessen. Ich kann nicht mal meinen Fuß rückwärts, like. Das geht nicht gut. Das ist das Maximum. Hä? Ich bin ein Schlangenmensch. Okay. Wenn man feststellt, dass man etwas kann, was man dachte, was man nicht kann. Nachher außerhalb des Streams werde ich das mal probieren. Aber nur außerhalb des Streams. Und wenn es funktioniert, mache ich das nächste Woche. Aber nur, wenn es funktioniert. Also, drückt mal die Daumen. Wenn ich natürlich nächste Woche nicht mehr in den Stream komme, wisst ihr, dass es nicht funktioniert hat. Außer da was schiefgegangen ist. Luna, du schaffst das nicht. Das kriegst du nicht hin. Ah, falsche Hose an. Ja, das war die Hose. Garantiert nicht die Hose.
sondern ja, genau, Ungelenkigkeit. Das ist aber ein normal verbreitetes Symptom in Streamerkreisen. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ali hat es beim letzten auch schon nachgemacht. So, ich muss so mich erstmal warm machen. Das ist ich bin auch ja nicht warm gemacht hier. Falsches Bein, aber ist okay. Anderes Bein? Ja. Andere das Hand, anderes. Achso, gegenüberliegend, ne? Ja. Ja. Olli, nee. Schön. Nee. Schön, Olli, doch. Nee, es war nicht schön. Und vor allen Dingen hat er sich abgestützt. Das hat man genau gesehen. Beim ersten Mal war es besser. Auch wenn er das falsche Bein und falsche Hand genommen hat. Aber beim ersten Mal war es besser. Das, was sie kann, werde ich... Zählt das? Nein, zählt nicht. Falsches, falsche Hand. Also ich kann so. Ich bin ein sterbender Schwan. Na, eher ein sterbender Dämon mit den Hörnern, aber gut. Aber es war trotzdem die falsche Hand. Das ist wirklich eine neue Challenge. Also, damit hat sie was gestartet. Oh Gott. Nee, so, ne? Ohne festhalten. Oh Mann. Seht ihr, deswegen mache ich die Shisha auf. Warum hältst du mich denn fest, Alter? Ich komme auch nicht dahin. Wie soll es denn gehen? Ja, doch, strong, doch. Nein. Falsche Hand. Nee, ja. Oder? Nee, das ist richtig. Alles andere als nein. Nee, Matti, hast gewonnen. Ja, komm, scheiß drauf, Matti. Ja, Matti hat damit was gestartet und die ganze Welt versucht es nachzumachen. Genau. Ah, die Marti hat sich auch festgehalten. Ah, die hat sich auch festgehalten. Okay, gut, dann war das mit Olli in Ordnung, dass sich Olli festgehalten hat. War gut. Oh, mir tut mein Nippel so weh, Alter. Ach, du warst ja beim Tätowieren heute, ne? Oh. Ihr müsst wissen, Flo lässt sich einfach seit mehreren Monaten einfach jeden Tag 8 Stunden die Nippel tätowieren. Digga, ist der schwarz geworden diesmal. Was? Heute hat sich meine Frau richtig, ich weiß gar nicht, darf ich auf Twitch nicht zeigen, ne? Nippel? Aber, Männernippel auf Twitch? Ich weiß es nicht. Aber er ist ja geschwärzt. Wie macht man das rechtlich? Will ich gar nicht wissen, aber wollen wir alle Flo's geschwärzten Nippel sehen? Ich glaube nicht. Also, wenn jetzt in unserer Falle so ein Krebs drin ist, dann fresse ich einen Besen. Live hier im Stream. Bon Appetit. Da ist ein Krebs drin, garantiert, sag ich doch. Viel Spaß beim... Und das haben sie natürlich nicht gezeigt. Das war mir klar. Das wird nicht gezeigt, wie sie den Besen gefressen hat. Okay. Cool. Ich muss sagen... So ulkig diese neuartigen Geigen, diese E-Geigen aussehen, so geil klingen sie. Und sie konnte damit auch noch umgehen. Cool. 4 ist richtig. 4 ist echt? Ist wirklich richtig? Ja, 4 ist richtig. Warum hatte ich in Mathe eine 6? Weil du es nicht kannst. Ach so, weil man da ja kein Mathe macht, sondern den scheiß Umfang von verkackten Zylindern ausrechnen muss. Das mal Pi nehmen. Und dann die Wurzel draus ziehen und sich das ganze Ding in den Arsch stecken, einmal durchschütteln und dann mit hoch 4 auflösen. Und was ist da gerade jetzt so schwer? Ich meine ja nur, also, ich habe das auch mache ja Umschulung, wie gesagt, zur Fachinformatikerin. Da haben wir auch viel mit Mathe zu tun. Viele bei uns im Kurs sitzen da und denken sich, Mathe? Nee, bloß nicht, bleib mir weg damit. Ich überfahr den nicht. Oh Gott! Oder nicht? Nein, du wirst erschossen.
So viel, dazu. Wo kam denn der Baum daher? Der ist kurz vor dir, vor deinem Erscheinen aus dem Boden gewachsen. Den habe ich schon von Weitem gesehen. Also bitte. Ja, ist halt so. Ich fahre in dem Aufzug nach oben in den dritten Stock. Die Leute stehen alle so freudig erwartend, stehen die vor dem Aufzug so. Gleich kommt die Braut, was wird sie nur für ein Kleid tragen? Mein Gott, Heinz, bist du auch so aufgeregt wie ich? Ja, Brigitte, ich bin mindestens genauso aufgeregt wie du. Wird sie fein in Zwirn tragen oder wird sie heute etwas gemächlicher zu uns stoßen? Aufzugtür geht auf und ich stand halt wirklich mit meinem Friedhofsbeerdigungsstrauß in meinem kleinen Stripperkleid, stand ich so im Aufzug. Und alle so. Ja, der Moment, in dem du feststellst, dass die Gäste, die du eingeladen hast, zu deiner Hochzeit die falschen Gäste waren. Ja, so ist es eben. Ich weiß, du hast ganz viele tausend Anfragen, aber das ist mir total egal, weil es gibt nur einen. Michael von Ulrichstein. So, und der braucht natürlich auch einen ordentlichen Einlauf. Er braucht einen ordentlichen Einlauf. Nee, das mit dem Einlauf lassen wir mal lieber. Ich merke gerade, dass ich völlig so jetzt. Einläufe mag ich auch nicht. Ein Einlauf in einer Arena ist da was anderes. Aber ein Einlauf, nee. So, ich bin drin. Jetzt geht's hier vorwärts. Oder auch nicht. Ah, ja, ja, so kann's gehen. Es geht vorwärts und dann war die Barriere. Das war keine barrierefreie Bahn. Sie hat auf jeden Fall noch ein paar mehr Gene, die wir klauen könnten. Oder, ich weiß gar nicht, können wir sie direkt nochmal in die Genmaschine reinpacken und dann stirbt sie daran? Lillimons Gene wachsen gerade nach. Wenn ihre Gene extrahiert werden, bevor sie nachgewachsen sind, stirbt Lillimon. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Ja. Hatschi. Oh, oh nein, da habe ich jetzt aus Versehen draufgedrückt. Ja, ja, aus Versehen. Genau, weil du hast ganz drüben auf der rechten Seite von dem Button bist aus Versehen verrutscht vom rechten, von dem linken auf den rechten. Ja, ja, hier. 3, 2, 1, go! Und tschüss! Was ist da jetzt passiert? Hat sie jetzt einen Ausraster gekriegt und ihren Controller durch die Gegend geschmissen? Keine Gewalt gegen Controller! Keine Gewalt gegen Controller! Kommen Sie rein. Bin der beste Fahrer auf From the Universe und so. Aua. Ja, 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 bester Fahrer auf the Universe. Ist euch mal aufgefallen heute, da sind heute so viele Fahrsachen drin und alle enden sie an einem Baum, einem Steinhaufen oder sonst wo. Also fahren oder das Auto verschwindet beim Aussteigen. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe Mal wie... Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hab das Gefühl, das geht so nicht. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie im... Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. LOL! Okay, jetzt hab ich's. Ja, man soll die Glückskekse in Deponia nicht öffnen, sondern man soll sie weitergeben zu einem anderen Charakter. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Oh, das... Also, zwei Dinge zu diesem Clip. Erstens mal, Speedrun gescheitert, 6 Sätzen. Zweitens, das macht man nicht in diesem Spiel. Dieses Spiel ist nämlich eins. Der größte Reinfall dieses Jahres bisher. Kauft es euch nicht. Tut euch den Gefallen und kauft euch Herr der Ringe Gollum nicht. Dieses Spiel ist der absolute Müll. Dagegen war der Start von New World von Amazon grandios.
bugfrei. Und wer weiß, wie der Start von New World war, weiß, dass das Sarkasmus war. Wow, Chat! Ich mach Ding! Ich lerne jetzt Elektrizität, wie Pikachu! Pika, Pika! Wir haben sie gefunden, die Synchronsprecherin von Pikachu in Deutsch. Ja, sie hat das gut nachgemacht. Ich weiß ja jetzt nicht, was Pikachu mit Zelda zu tun hat, aber okay. Ja, nach meinem Sprung bin ich dort. Nee. Vollgeist. Vollgeist, oh mein Gott. Nein! Nein! Ich musste nicht... Weil ich dieses scheiß Emote machen wollte. Ja, macht man auch nicht. Nicht, wenn man im Stream spielt. Dann lässt man das. Genau. Was ist denn jetzt eigentlich? Kommt Sonja mal irgendwann nach Berlin? Marcel, du hast erst gestern mit ihr telefoniert. Und sie hat dir offenkundig gesagt, sie hat gar keinen Bock auf dich. Du bist so richtig so ein richtiger Hinterherrenner. Das ist richtig unangenehm. Das habe ich nicht gemacht. Doch, hast du. Ich habe nicht mit Sonja telefoniert. Marcel, das ist unangenehm. Ich weiß, ich bin so dazwischen. Sie ist mitten in ihrer Dating-Phase, aber für dich ist da kein Platz. Lass sie bitte in Ruhe. Sie glaubst du, ich wäre nicht gutes Dating-Material? Nee. Sie hat mir schon geschrieben, dass du echt aufdringlich bist. Alter, hör auf, das zu sagen, sonst glauben die das wirklich. Ich habe nicht mal ihre Nummer. Sag das denen. Sag das wirklich, sonst denken die, ich bin so ein Milchbaum-Hinterherrenner. Die ist nicht. Alter, hör auf, das zu sagen. Sag das jetzt. Ey, wirklich nicht. Ja, ja, wer solche Freundinnen hat, braucht keine Feinde mehr. Ja, ja, das kennen wir. Ja, ja, so kann's gehen. Reichen RNK-Landbesetzern, die dort Zuflucht suchten. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur nennt, zeigte sich gereizt und schimpfte RNK. Ja, Briefbomben, mal ganz anders. Ey, Kia, ich hab gerade mit Kettenhandschuhen Karotten gerieben. Guck mal. Alles noch dran. Insane, oder? Und guck mal. Kies, das ist weniger daneben gegangen, wie ich gedacht hätte. Ja, ja. Das ist mir wohl auch passiert. Also nicht natürlich nicht mit Karottensalat, sondern mit meinem Kaffee. Und dann hatten wir am Anfang Probleme. Aber jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. Manche Sachen möchte man nicht nachmachen. Also das machen wir nicht nach. Keine Sorge. Oh, ich krieg einen Kuss. Ich krieg einen Kuss. Oh, Kuss. Das ist schön. Ich weiß da jetzt nicht, warum ich den Kuss verdient habe. Kannst du mir nochmal was helfen? Können wir das nach dem Stream machen? Mein Mann hat's heute. Er hat es heute. Ja, weiter geht's. Bei Ulysses gibt es ja ein riesiges Lager. Und da ist ein Dude gewesen, der war einfach der Gabelstapler-Dude. Der hat die ganze Zeit Gabel gestapelt. Und ich war so, das ist nicht das Verb dazu. Gabelstapler gefahren, Gabelstapler, also Gabelstapler-Dinge getan! Er ist Gabelstapler gefahren und hat Dinge mit dem Gabelstapler transportiert. Und umgeräumt. Und ausgeräumt. Und weggeräumt. Und überhaupt geräumt. Genau. Mir wäre Winter lieber, echt. Oh nein, ich bin voll der Sommertyp. Sommer ist der beste Monat für mich. Sommer ist ein Monat? Hab ich was verpasst? Ich dachte immer, Sommer wäre eine Jahreszeit. Und die geht ungefähr 3 Monate. Ja gut, okay, wir haben mittlerweile eigentlich 6 Monate Sommer, 6 Monate Winter. Wobei, Winter kann man auch nicht sagen. Wir haben 6 Monate Sommer, 3 Monate Frühling und 3 Monate Herbst. Natürlich nicht in dieser Reihenfolge, sondern 3 Monate Frühling, 6 Monate Sommer, 3 Monate Herbst. Ja, weil Winter fällt bei uns aus. Ist so. Aber wieso habe ich den 50? Willst du einen Tipp von mir? Ja. Du solltest die Frage beantworten. Willst du noch einen Tipp, der dir zur Frage hilft?
Ja, bitte. Eine der vier Antworten ist richtig. So viel wieder zu diesem Thema Freund und Feind. Ich glaube, ich weiß, was mein Mann wollte, was ich ihm helfen sollte. Sein Frühstücksbrot zu schneiden. Stimmt's? Okay, dann war's das doch nicht. Aufhören! Aufhören, bitte! Meine Ohren! Bitte einen neuen Gehörgang! Wie kann man eine Flöte nur so vergewaltigen? Das ist ja übel! Dann bleib lieber beim Schreien, das ist besser. Au! Und dann ein so schönes Lied. Leute, das riecht richtig gut. Und um da halt noch richtig nice Frische reinzuhauen. Ich wollte gerade so einen coolen Move machen, Mann! Der funktioniert vor dem Stream nicht. Das ist ganz normal. Wenn du die Kamera jetzt ausmachen würdest, würdest du es probieren, würde es hundertprozentig funktionieren. Sobald du sie wieder anmachst, vorbei. So. Also ist das ein Deal? Ja. Wir beide auf so einer Insel? Ja. Sonnenuntergang oben? Ja. Könntest du das V-Wort benutzen? Was? Das V-Wort. Das Vögel? Versprochen. Wenn man aneinander vorbeiredet, sag doch. Versprichst du mir das oder kannst du sagen versprochen? Die ist so viel einfacher. Es gibt so viele Wörter mit V und ja. Oh, Sini, wir haben, glaube ich, ein Problem. Was? Ich komme nicht mehr raus. Ah ja. Nicht sein Ernst. Nicht wirklich sein Ernst. Er ist Automechaniker und weiß nicht, wie man aus... Nein. Nein, das war ein Scherz, definitiv. Das war wie mit der letzten Frage bei den einfachen Aufgaben vom Freitag. Das war auch so eine Scherzfrage. Obwohl unser Dozent gemeint hat, das wäre keine Scherzfrage. Ich bin immer noch der Überzeugung, es war eine Scherzfrage. Also eigentlich müsste sich jeder Geist vor ihr erschrecken. Die ist ja kreidebleich und das schon vor dem Spielen. Beziehungsweise vor dem Erschrecken. Aber es ist ein Horrorgame. Wieder. Bei einem Horrorgame erschreckt man sich. Das ist normal. Wir hören uns. Schlaf gut, mein Lieber. Oh, das war übelst knapp. Ja, das war wirklich übelst knapp. Gut abgebremst. Gute Bremsen. Muss man sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Der ist einfach komplett neutral. Wie Wasser. Warum habe ich das wirklich gemacht? Eigentlich war es nicht, stimmt, war salzig. Es war salzig, whatever. Nein, Milchbaum, dazu sage ich nichts. Nein. Darauf weigere ich mich, irgendetwas zu sagen. Das kommt dahin. Olli, das Spiel ist sehr zweideutig. Ich möchte heute Abend Sex. Anne, es gibt Dinge, die wollen wir nicht wissen. Nicht mal angedeutet. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Ich ramme dich ein. Hilfe, ich bin die sexuell belästigt. Oh ja, aber ganz gewaltig. Dieses Spiel ist bescheuert. Was? Ja, das hat Anne wirklich gesagt. Im Stream, weil sonst wäre es ja nicht geklippt worden. Wie gesagt, es gibt Dinge, die wollen wir nicht wissen. Aber das ist halt wieder so eine Folge, da kommen solche Sachen vor. Ach, wie ist das eigentlich, wenn ich mich kurz umziehen muss vielleicht?
Wenn ich dann meine Nummer starte. Mach das am besten in der Pause und sag Blaudi vorher, yo, ich brauche vorher eine Pause vor meiner Nummer. Ja. Gut. Zieh dich bitte nicht im Stream um, das ist Toss. Ach so. Ja. Das ist nur Toss. Also ich habe immer noch die Meinung, das ist eine kontroverse Meinung. Ich glaube immer noch, es ist nur Toss, solange man hässlich ist. Ja, Lachs, also es ist Toss. Das ist Toss. Und wieder ein Beispiel für, wer solche Freunde hat. Ja, ja, so ist das. Was ist denn? Au! Tschüss. Ja, ja. Augen auf bei der Waffenwahl. Ganz wichtig, auch bei Zelda oder genügend Abstand halten. Ich bin ja auch ein Stück weit ein Profi an der Stelle. Dann geht's schief. So. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann macht man aus und schmeißt den weg. So. Kannst du mal irgendwas anmachen an der Stelle? Oh. Feuerball kommt. Ich hab vorsichtshalber schon mal die 1-2 gecheert. Backpapier in einem Kontaktgrill. Zwei Dinge, die nicht zueinander passen. Und er ist ein Profi. Dann möchte ich ihn nicht beim Grillen erleben. Der steckt das ganze Haus in Flammen. Er steckt das ganze Haus in Flammen. Ja, doch, stimmt, passt. Ja, egal. Okay, genau. So ist das. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Schön. So schön. Ach, fahr weiter. Ich fahr mal weiter. Nimm dir mal eine Jungfrau. Nimm mir eine Jungfrau. Also zu dieser Aussage sage ich jetzt nichts. Also ich meine zu der in dem Clip. Und zu der Aussage von unserem Kistenkader sage ich, das stimmt. Seit ich in der Umschulung bin, hat der Mann ein neues Hobby entdeckt. Ich muss euch sagen, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Seitdem ist er im Koch- und Backwaren. Also im Backwaren, nicht im Backwaren. Also, nein, lassen wir das, scheiße. Weiter geht's. Sterbi einfach, Sterbi. Hilfe! Ich krieg sie, warte, die ist mir, nein. Diese verdammte Taube! Nein! Ja, so kann's gehen. Manchmal sollte man bestimmte Dinge einfach nicht zu intensiv wollen. 10 Tage. Also 100 Stunden. Hoch. Ach ja, stimmt. Ja, 10 Tage sind 240 Stunden und nicht 100 Stunden. Seit wann hat der Tag 10 Stunden? Ey, das wäre unsinnig. Ich bin alleine 8 Stunden in der Schule. Das geht gar nicht. Dann hätte ich hier, ich bin 8 Stunden in der Schule. Eine Stunde fahre ich hin und zurück, also insgesamt eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Dann hätte ich nur noch eine Stunde zum Schlafen. Das geht gar nicht. Da bräuchte ich mich gar nicht ins Bett zu legen, das wäre unsinnig. Ich finde es halt schon krass, wenn man mal überlegt, es ist gar nicht so lange her, dass auf der Welt ein paar Sachen ziemlich kacke waren, so. Also zum Beispiel jetzt Frauen. Moment, es ist noch nicht so lange her, dass auf der Welt ein paar Dinge kacke waren. Zum Beispiel Frauen. Also gut, Frauen sind nie kacke. Das schon mal zum einen. Das erstens. Zweitens, es ist nicht so lange her. Wir haben gerade den größten Scheiß auf dieser Welt, den es gibt. Na gut, nicht ganz. Wir haben noch keinen Weltkrieg, zum Glück. Und wir wollen hoffen, Moment, dass es auch dabei bleibt.
Aber wir haben drei Volltrottel mindestens, die nicht wissen, wo die Grenze zu dem ist, was man tun sollte. Namen sage ich jetzt nicht, kann sich jeder selber überlegen, wen ich damit meine. Aber ich meine hochgestellte Personen. Also nicht, dass ihr denkt, ich meine eure Nachbarn oder so. Zur Wagen hin. Hey, mein Wagen! Hey, halt! Bleib stehen! Wo ist der Wagen? Der macht sich gerade selbstständig. Ah, geil, geil, geil. So. Geile warum? Ziege! Ich frage mich einfach, warum? Weil sie es kann. Ah, die Ziege wollte nicht, dass du da hochgehst. Das ist ein Zeichen. Nicht wieder machen. Ja, da ist. Ja, man hat es jetzt gesehen, Brock. Ja, das ist holy. Mhm. Das ist holy, ja. Holy. Aha! Sollte man wahrscheinlich nicht. Oh, nee, nein, das sollte man nicht. Also nicht nachmachen. Ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Ja, sowas macht man auch nicht. Holi macht man sich in den Becher und dann Wasser drauf. Oder umgekehrt. Wasser rein in den Becher, Holi drauf, schütteln, trinken. Viel besser. Dieses durch die Nase ziehen ist ganz übel, ganz übel. Ja, nicht nachmachen, liebe Kinder. Gar nicht von Weise. Da hab ich auch echt, bei Garlicfon kannst du auch richtige Lachflashes bekommen. Ja. Voll Löffel dabei zu viel mal. Da kam alles zusammen, was nicht zusammenkommen sollte. Trinken, lachen und Luft im Bauch. Ah, cool. So kommen coole Streams zustande. Gut drauf hat. Nein, das ist lang und flauschig. Sogar im Zirkus auftreten, während meiner einfach nur so herumhängt. Meiner kann sogar wiggeln. Jeder Schwanz ist auf seine Weise hervorragend. Meiner leider nicht. Vielleicht habe ich hier einen ganz besonderen Film, den du zusammen mit uns sehen solltest. Komm mit. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Er zeigt die Geschichte vom Schwanz und zwar ganz. Moment, sie sollen einen Film singen. Habe ich das jetzt in dem Spiel richtig verstanden? Und es geht um Anhängsel hinten. Komisches Spiel. Ja. Komm doch her, komm doch her! Boah, Scheiße! Ja, der Schwan ist auf Krawall gebürstet. Ihr seid in seinem Revier. Was erwartet ihr? Schwäne sind ganz schön gefährlich. Echt. Mit denen sollte man keine Scherze treiben. Oh Mann, Mann, Mann. Manche Leute haben den Verstand von Zweijährigen. Und die sind intelligenter. Genau. Ich glaube, den brauchst du nicht. Oh mein Gott. Ja, das war sekundäre Tötung, weil primär hat sie den Fallschirm abgeschossen. Und ich stehe, der dran hing. Ja, aber der dran hing, ist natürlich auf den Boden geknallt. Ich glaube, der hat es auch nicht mehr erlebt. Nee. Doch? Okay, jetzt sind wir beide. Hi. Ja. Hä? Miteinander. Ja. Perfekt, alles klar. Es war so unspektakulär jetzt. What the fuck, Mann? Ich, verdammte Scheiße. Ah! Ja. Das erinnert mich ein bisschen so an meine zwei. Ich war ja schon. Ich bin ja jetzt das zweite Mal verheiratet. An meine beiden. Anträge. Also beim ersten war es so, wir könnten ja eigentlich heiraten.
Das war der Antrag. Wie, hallo, nein. Du willst jetzt nicht, dass ich den unseren Antrag erzähle. Warum nicht? Der war doch schön. Ich fand das schön. Ey, ich war diejenige, die hingeht, die in der Bredouille stand. Und nicht du. Also, es war das erste Weihnachten zwischen meinem Mann und mir. Er war bei mir zu Besuch und ich hatte mir vorher gedacht, wir sind jetzt ja schon fast ein Jahr zusammen. Da könnten wir uns Freundschaftsringe kaufen. Hab ein paar schöne Freundschaftsringe gekauft, packte die schön ein. Am Heiligabend stelle ich ihm das eingepackte Päckchen hin. Er packt auf, macht die Ringe auf, guckt rein, meint, ja, ich will! Fiel mir um den Hals. Jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich sage ihm die Wahrheit und sage, ey, das ist kein Antrag, das sind Freundschaftsringe. Ich glaube aber, dann hätte er die Ringe zugemacht, hätte sie mir in die Hand gedrückt, hätte seine Sachen genommen und wäre wieder nach Hause gefahren. Also Möglichkeit 2, ich nehme es, wie es gerade kam und sage, ja, in Ordnung. Und genau das habe ich gemacht. Und ich muss jetzt eins sagen, es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe in diesem Fall. Genau. Also, seht ihr, ich muss aber ehrlich sagen, beide Anträge hatten was und jeder auf seine Art. Aber der zweite war wirklich lustig. Richtig, ja. Ja, ich weiß, es hat immer noch 4 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich geheiratet haben. Aber, ja, genau. Ach, im Übrigen, achtet darauf, wenn ihr mit eurem Partner noch nicht zusammen wohnt, dass ihr von euch aus klärt, wie ihr das mit ihm zusammenziehen sollt. Es könnte nämlich sonst passieren, wie es mir passiert ist. Beim Einkaufen meinte mein Mann so zu mir, ach, weißt du was, jetzt reicht's mir, ich zieh zu dir. Ich hatte 2 schwere Tüten in der Hand. Ich hatte Probleme, sie nicht vor Schreck fallen zu lassen. Nicht vor Schreck, dass er das gesagt hat, sondern weil ich damit nicht gerechnet habe, dass er das sagt. Weil er hat eigentlich gemeint, er zieht nicht mehr um. Besiege alle Gegner mit den Papierstangen. Papierstangen? Papierstangenkampf? Was ist Papierstange? Halt! Was ist denn ein Papierstangenkampfziel? Hallo? Ach, Parierstangen! Ich bleib kurz zurück. Ja, der Unterschied zwischen Parierstangen und Papierstangen. Die Parierstange hilft dir, die Papierstange ist für den Papierkorb. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Kistenkater. Wollt ihr mich verarschen? Tatsächlich auch kein Rucksack. So, wem gucke ich denn zu? Oh, ich guck mal Tim beim Sterben zu. Oh Gott, du hast das gejinxt, du Sack! Du hast das gejinxt, was soll das? Ja, wieder. Ich sage, heute ist eine Folge mit ganz vielen Freund-Feind-Aktionen. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Freund-Feind-Aktion. Ich bin einfach Janina Skille. Mein neuer Name. Fuck! Ja. Wenn man es sagt, dann geht es schief. Also einfach mal Mund halten. Manni, du kannst dich auch mal verplappern, ne? Bist ja auch nur ein Mensch, ein guter, aber du hast ein gutes Herz. Du hast das Herz an der richtigen Stelle. Lass dir das jetzt nicht hier... Wollte ich nur mal gesagt haben, Manni, ich hab dich wirklich gern. Und ich weiß das auch echt zu schätzen, dass du mich jetzt gerade mitgenommen hast. Jennifer, hast du gesagt, ich hatte dein Fenster zu? Ja, so kann's gehen. Fenster zu, nicht gehört. Mehr sage ich dazu nicht. Da komm, noch ein bisschen flach. Jetzt geht die Küchenmaschine nicht mehr. Oh ja, warum wurde ein Stream beendet? Der hat das Messer vergessen. Nein, 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 nein. So viel zum Stream beenden. So beende ich meine Streams, aber nicht nur, damit ihr es gleich wisst. Frixenstift im Blau, echt, die Macherin habe ich geklaut. Ja, ich habe jetzt Witz nicht ganz verstanden, so, ja, passiert.
Ich habe Blümchen gebracht. Abonniert Twitch Clips Germany. Ja, abonniert Twitch Clips Germany, genau. Das war mal ein schöner Aufruf dazu, finde ich toll. Däumchen hoch. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Also abonniert habe ich ja schon. Däumchen nach oben gibt es von mir auch. Und ja, was kann ich sagen? Ganz einfach. Wenn euch dieser Stream, dieses Video gefallen hat, da unten auch könnt ihr auch ein Like da lassen und ein Abo. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glöckchen aktivieren. Dann kriegt ihr alles mit. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie wir sowas hier reacten, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Twitch. Da könnt ihr auf meinen Kanal springen und mit zuschauen. Und ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was wir mal reacten könnte, macht der Schildi immer wieder gerne. Oder sonst irgendwas loswerden wollt, unten in die Kommentare damit. Ich reagiere drauf. Und ja, wenn ihr euch das Video, also die Twitch Clips Germany, einmal selbst angucken wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Originalvideo, könnt ihr draufklicken und auch ein Like und ein Abo dalassen. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke Kettys fürs Zuschauen und tschüss für diese Woche, sagt euch eure Josie.